Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Auch diesen Monat haben wir wieder eine Z-Box von Zavi dabei. Dieses Mal handelt es sich um die September-Box aus dem Jahr 2019. Und wie wir bereits erfahren konnten, handelt es sich diesmal um ein Stuff-Paket oder eine Mystery-Box mit dem Leitthema Anti-Helden, also Anti-Heroes. Und ja, was hier alles drin ist, das erfahren wir jetzt. So, diese Box könnt ihr natürlich bei Zavi bestellen bzw. abonnieren. Dazu braucht ihr nur den Link unten in der Beschreibung anzuklicken und dann könnt ihr euch auch über so eine Geeksbox freuen. Die kommt jeden Monat zu euch, entweder einmalig oder mit 3-Monats-Abo oder aber auch mit 6-Monats-Abo. Das wird dann, je mehr ihr haben wollt, immer preiswerter. So, aber was hier drin ist, das ist ja immer die große Überraschung. Es sind auf jeden Fall immer Waren im Wert von rund 50 Euro, so dass es sich also wirklich lohnt, diese Box zu abonnieren. Das heißt, wenn ihr euch über Geekstuff und Fanstuff freut, dann ist diese Box genau das Richtige. Und wenn ich die jetzt irgendwann aufkriege, sehen wir auch, was drin ist. Die ist aber, so, das ist hier immer so ein bisschen verklebt und ja. Oh, hier. Record, Share, Love. Ja, mache ich jetzt. So, und los geht's. Ah, herrlich. Ich habe jetzt schon einen kleinen Blick reingeworfen. Wir machen das ein bisschen spannend. Ich hole eins nach dem anderen raus. So, das erste ist dieser Justice League Superman von, ja, was ist das? Headside Trading. DC Justice League. Dieser Superman. Ja, Anti-Held weiß ich jetzt nicht. Ist ja eigentlich, Superman ist ja eigentlich der ultimative Held und kein Anti-Held. Aber gut, dieses Mal wird er uns als Anti-Held verkauft. Es gibt auch noch Batman. Ja, Batman, gut, das wäre ja schon fast ein Anti-Held. Dann gibt es noch The Flash, Green Lantern, Superman haben wir jetzt und Wonder Woman. So schaut das aus. Toll. Ich hole ihn auch mal raus, damit ihr euch den genauer ansehen könnt. Collect them all. So, der ist so, der steht hier so drauf und dann kann man den auch noch so ein bisschen. Cool. Also Superman, das ist ja sowieso so ein Held. Ich finde den klasse. Ja, für manche ist er zu stark. Aber, ja, so, so gehört es. Aber ich mag ihn. So, weiter geht's mit... Oh, was ist das? Ja, natürlich, Deadpool... Da habe ich schon fast mit gerechnet, weil ohne Deadpool ist es einfach kein Anti-Helden-Set. Der kann so die Augen drehen. Ja, das müsste man jetzt hier so aufschrauben. Dafür habe ich das Taschenmesser, da ist alles dran. Das ist eine Mighty Max Figur von Hasbro. Ach, der ist hier nochmal verklebt. Vorne auch.
und empfohlen ab 14 Jahren, steht da. Ja. An der Seite auch? Nein. So. Jetzt müsste da doch eigentlich... Ja. Hier ist er. Captain Deadpool! Ah. Super. So. Weiter geht's mit, ja, auch der ultimative Anti-Held von der Suicide Squad, Harley Quinn. Und zwar in ihrem Harlequin-Kostüm, obwohl die schaut ja eher wie ihr Freund, der Joker, und weniger wie Harley Quinn. Hier haben wir noch die anderen. Was ist das? Wie heißt das? Stackable Vinyl Tiki Figur. Tikis. Ja, habe ich noch nie von gehört, aber schaut auf jeden Fall schön aus. Gefällt mir gut. Die ist so richtig fest hier drin. So, das ist so, ja, ich weiß auch nicht. Cool, auf jeden Fall. Die ist auch relativ schwer. Ja, und hier hinten mit dem Hammer. Cool. Und sie schaut halt wie der Joker. So ein bisschen böse grinst sie. Harley Quinn. So, dann haben wir hier was ist jetzt das? Ah, ein Kaffeebecher. Oder was ist das? One Hand Operation Double Wall. Ah, ein Thermobecher. Ein Thermobecher, ja. Und zwar ist das hier der Punisher. Ein Zack-Thermobecher. Den kann man dann hier so aufmachen. Hier ist auch noch ein Liebesbrief drin. Der ist auch, das ist hier außen so, das kann man abmachen. Ja, das hier. Das ist knapp ein halber Liter. Und da kann man dann kalte und warme Getränke reintun. Finde ich sehr schön. Ja, ist auch so ein bisschen Fridays for Future, weil dann hat man nicht mehr diese Pappbecher von den Automaten. Und dann haben wir hier noch das obligatorische T-Shirt, diesmal Harry Potter. Ja, wir haben auch hier innen drin so diesen Harry Potter Schriftzug. Und drauf ist, ja, wer ist denn der Anti-Held? Naja, also würde ich jetzt nicht als Anti-Held. Das ist, was steht da? Always. Always. Ja, ist also dann doch, also wenn ich es nicht wüsste, weil es draufsteht, ja, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, dass das ein Harry Potter T-Shirt ist. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist der Patronus von Harry. Auf jeden Fall ein schönes T-Shirt. Unaufdringliche Farbe kann man also auch so anziehen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein Comic-Heft drin. Bloodshot Rising Spirit. Und das scheint mir auch ein Variant-Cover zu sein, weil hier steht auch My Geek Box. Ist auf Englisch, wie es sich gehört. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier aussieht, ob man das überhaupt durchblättern darf. Auf jeden Fall, das hier ist wieder mal eine tolle Box gewesen. Hier steht sogar der Preis drauf, $3,99.
Wieder einmal eine schöne Setbox. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Wenn das so ist, dann macht doch hier unten einfach den Daumen nach oben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei filme.de.